Wie alt bist du noch gleich? Ach so, er ist doch alt. Wie alt bist du? 26. Aha, und du gehst doch definitiv in die Schule. Ja. Das ist keine Lüge. Ich gehe immer zur Schule als dein Bodyguard. Ich muss dich doch schützen von den ganzen gemeinen Schülern, die dich immer verprügeln wollen. Ja, ja. Oh yeah! Das sieht total behindert aus. Gib mir den Pieperlund, ja. Vorsicht, oh. die Pflanzen. Die sind böse, gemein, fies, dumm, hässlich, pflanzig, wasserreich. Mit Nährstoffen versorgt. Oh, nein. Jetzt, wo ist denn so ein verfickter Pieperlund? Das Level ist so schwul, das gibt's nicht. Ich muss mir einen blauen Yoshi holen. Ja, außerdem in dem Level müssen wir ja auch noch den normalen Ausgang holen, sonst haben wir nicht die perfekte Anzahl für dieses Spiel. Ja. Geschafften Levels. Ja, es ist wirklich so. Nee, das ist nur beim Game Boy Advance Remake so. Das ist hier auch so, Junge. Ja, oder mach nochmal die anderen ganzen Levels, ne? Nein, ich will den blauen. Ich möchte das Level schaffen. Ich tue das. Für uns beide. Du möchtest ja auch, dass das Level endlich geschafft wird. Ja, okay, dann mach auch noch die ganzen anderen Levels, ne? Mann, ich will einen blauen Yoshi haben. Aha. Keks. Okay, das heißt, ich möchte einen haben. Will sagt man ja nicht. Das ist ja unverschämt. Ne? Ich will einen haben. Ich will einen haben. Gib Stimme ja auch an. Gib sie her. Was? Gib sie her. Ja, was denn? Willst du mein Geld haben? Aber bitte verhau mich nicht. Ich gebe dir mein Geld schon. Okay, gib her. Gib Geld. Du musst es hier aber holen. Okay. Ich wollte ja eh schon morgen zu dir kommen. Ja. Wo wohnst du noch gleich? Ja, hab ich doch gesagt, in Buxtehude. Ich will, aber die Stadt wissen. Ja, Buxtehude, Gottverdammt. Nee, ich wohne in Bamberg. Karl-Otto-Straße 36. Was ist das? Du wohnst nicht zufällig in der Karl-Otto-Straße 35, oder? Nein. Sonst hättest du ja mal aus dem Fenster winken können. Ah ja, du hast ja kein Fenster in deinem Raum. Du musst ja immer abgedunkelt leben. Ja. Mit runtergelassenen Schlafen. Ich bin in einem Gefängnis. Ich wohne im Gefängnis. Ja. Wow. Aber ist ja nett, dass man bei euch dann im Gefängnis noch Super Nintendo spielen darf. Ich hab schnell meinen Laptop mit reinschmuggelt. Ach, so einer bist du. Ja. Ich weiß nicht, wie oft warst du schon im Gefängnis so. Ja, ich war schon mal für 3 Jahre im Jugendknast, weil ich in der Schule was geklaut hab. Boah, was denn? Ein Buch aus dem Schulranzen. Ja, genau. Ich wollte Lösungen für die Klausuren klauen. Da wurde ich leider erwischt. Dann durfte ich in Jugendklasse. Ich habe keine Klausur. Heißt es bei euch noch Klassenarbeiten? Was ist das? Was ist das? Weiß ich nicht. Das ist ein Schalter für An und Aus. Nein, was ist eine Klassenarbeit? Eine Klassenarbeit? Ja. Ja, was sagt man denn bei euch jetzt dazu? Klausuren?
Also ich. Ja, was tut man da? Das kenne ich nicht. Ja, du musst. Du kriegst eine Aufgabe gestellt und die musst du ohne Hilfe des Lehrers lösen. Das wird dann benotet. Ich dachte, das muss ich dir nicht mehr erzählen. Du bist doch schon. Nennt man sowas nicht Abfrage oder Schulaufgabe oder Stegreifaufgabe? Also ich weiß nur, dass das bei uns hieß es früher Klassenarbeit. Das neudeutsche Wort nimmt man auch jetzt so wie bei Studenten oder an Universitäten und Fachhochschulen Klausuren nennt man das doch heutzutage. Ja, wir haben beide blaue Yoshis. Juhu! Yeah, du bist awesome! Was soll das? Wenn ich versuche, auf dem Controller zu schlafen, komme ich eher mehr auf die L- und R-Taste. Du sollst doch deinen Controller nicht kaputt machen. Der kann für dein Versagen nichts. Ich mach ihn doch nicht kaputt. Mein Xbox 360 Controller ist schon kaputt. Das ist aber. Warum haust du die alle kaputt? Nein. Der war einfach so kaputt. Ich wollte ihn mal wieder anschließen, nachdem ich diesen Controller hier, wo ich jetzt benutze, immer benutzt habe. Und dann wurde er auf einmal nicht mehr erkannt. Auch bei der Xbox nicht mehr. Das ist aber schlecht. Ja, super, 99 Punkte. Ganz große Klasse. Oh, das Maximal ist ja 50 und 3 Leben, ne? Ja, hat noch nicht einmal jemand von uns geschafft in diesem Walkthrough, ne? Ja, ich glaube, ich habe es bei meinem neuesten Hack geschafft. Bei deinem Hack? Ja. Bei dem Let's Play von einem Hack. Kennen wir das Level irgendwoher? Ich nicht. Was ist das vom Titelscreen? Ein Stern. Ein Stern. Kennst du das Lied Ein Stern, der deinen Namen trägt? Was hörst du für schwule Lieder? Ich hab doch gar nicht gesagt, dass ich das höre. Wo kennst du es dann? Das kennt doch jeder. Weil das. Ich kenn's. Auch. Ja, bei euch in Bayern singt man ja immer noch gute Freunde kann niemand trennen. Gute Freunde sind nicht. Du wohnst doch auch in Bayern. Was? Wohnst doch auch in Bayern. Ja, aber ich bin ja kein gebürtiger Bayer, was man ja an meinem Dialekt vielleicht hören kann. Ja, kann man auch an meinem Dialekt hören. Ich habe keinen Dialekt. Das ist richtig. Ich musste Hochdeutsch sprechen. Wenn nicht, wurde ich eingesperrt. Ist das wahr? Nein. Aber ich sollte immer Hochdeutsch sprechen. Aber ich wurde dann nicht eingesperrt. Ach, so ein Shit. Ja, nicht so ein Shit, dass du nicht eingesperrt wurdest. Ne? Also, das meinte ich jetzt nicht. Ja, wir sind doch Freunde, wir würden uns niemals beleidigen. Okay. Ach, wie wo? Ich hab Hunger. Hast Hunger? Soll ich dir was zu essen machen? Ja. Ja, was möchtest du denn gern? Wie wär's mit einem Keks? Hätte ich mal nichts gesagt. Gott verdammt. Oh, nicht wie mehr diese schwul grinsende Was Wolke. Sind das für hässliche Münzen? Aber schau doch die süße Wolke an. Oh. Die grinst so schwul. Man beleidigt in die Wolke nicht so. Ja, okay, dann grinst. Hast du eine Art Weihnachtsspecial oder sowas? Ich hab gerade ein Special gemacht. Na und, es gibt auch ein extra Weihnachtsspecial. Er hat es euch gerade versprochen, habt ihr gehört? Das stimmt doch überhaupt gar nicht. Ach nee. Das ist, ja.
Achtung, du bist im Bonusgame. Los, du schaffst das Bonusgame. Nein! Diese... Oh, wie schade. Diese blöden Feuerblumen. Nimm doch die Pilze. Hol sie hinter dir. Achtung, über dir. Ganz ruhig bleiben. Wenn du fragst, was gerade war, ich war am Ersticken. Was macht man eigentlich heutzutage so bei euch auf dem Schulhof? Tauscht ihr noch so Pokémon-Karten oder sowas? Nee. Pokémon wird überhaupt nicht mehr gespielt.